Yeah, herzlich willkommen zurück zur finalen Play-In-Phase der Worlds 2019. Wir sind aktuell noch in Berlin unterwegs, zumindest die Spieler sind in Berlin unterwegs, wir auch, logischerweise. Nee, wir sind in Spandau unterwegs, das ist vielleicht auch so ein kleiner Unterschied. Spandau ist ja die Hauptstadt von Berlin, wenn man so möchte. Ja, grundsätzlich haben wir aber Gruppe C und D heute für uns parat und Bisher macht Gruppe D einen relativ eindeutigen Eindruck. Ich finde auch, wobei zumindest beim ersten Platz, beim zweiten müssen wir nochmal gucken, das sehen wir jetzt, das erste Hinspiel, das wurde ja schon ausgegangen von den beiden Teams, das hat Hongkong Attitude knapp gewonnen. Im zweiten Spiel ist vielleicht noch mehr drin, weil wir haben so ein kleines Ziel auch in dem der Gruppe, so ein Schere-Stein-Papier-System. Genau. Wir sehen es nochmal, alle Teams wirklich gleich auf gerade. Tja, wenn wir jetzt gerade Gruppe D nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, Damwon alle drei Spiele bisher gewonnen, sind aber noch nicht sicher auf dem ersten Platz. Sollten sie gegen Flamengo verlieren und sollte Flamengo alles gewinnen, stehen beide 3-1, es gibt einen Tiebreak um den ersten Platz, sollte Flamengo alles verlieren und dafür aber noch Royal Youth die Runde gegen Flamengo gewinnen, dann gibt es einen Tiebreak um den zweiten Platz. Also Royal Youth hat noch Hoffnung. Damwon ist noch nicht ganz sicher mit dabei, aber ich glaube, so meine Intuition, mein Gefühl sagt mir, dass vielleicht Damwon auf einer etwas anderen Ebene spielt. Das könnte sein. Ich meine, immerhin sind sie sicher schon in der Knockout-Stage, sind nur noch nicht sicher auf dem ersten Platz. Alles im einen würde mich aber alles andere überraschen, wenn sie nachher wirklich Flamengo nicht schlagen sollten. Dadurch Royal Youth sogar noch selber in der Hand, ob sie es als zweiter Seed schaffen können. Ob das so passiert, sehen wir aber erst nachher. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, denn wir haben jetzt erstmal Hongkong Attitude gegen Mega vor uns. Mega auf mich bisher einen sehr positiven Eindruck gemacht. Also allgemein auch mal, um das so zusammenzufassen, um das so ein bisschen lobend auch zu erwähnen, wenn man es vielleicht zu wenig macht. Ich finde, das Play-In-Niveau ist deutlich höher geworden. Nicht zuletzt vielleicht auch aufgrund der Meta, die einfach einigen Teams so ein bisschen in die Karten spielt. Und ich bin bisher echt davon begeistert, wie sich die Teams schlagen. Weil wir hatten die letzten Jahre immer ultra harte Storms. Also wirklich ultra harte Storms. Und dieses Jahr merkt man zumindest, dass die ersten 15 bis 20 Minuten da durchaus Gegenwind kommt. Auf jeden Fall bin ich ja ganz bei dir. Wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Natürlich, wir haben verschiedene Metas, aber dadurch, dass du aktuell in der Meta wirklich eigentlich sehr viel Verschiedenes spielen kannst, sei es APCs, sei es auch mal ein Yasuo oder sonst was. Ne? Wir sehen Syndra als absoluter Flexpick momentan, als APC-Botside sehr gerne. Und dadurch hast du Möglichkeiten, auch als kleineres Team vielleicht auch mehr Überraschungen vorzubereiten oder einfach deinen eigenen Spielstil durchzubringen. Du hast gerade schon sehr schön formuliert. Demzufolge, abwarten. Trotzdem haben wir immer noch andere Spielstile, die nicht nur vom Pool her abhängen, sondern auch vom Konzept, wie sie Spieler aufziehen möchten. Zum Beispiel gleich sehen wir mit Mega ein Team, die unglaublich rotationsstark sind und darüber kommen wollen und Hongkong, die eben mehr normales Metaspiel spielen wollen. Aber was erwartest du jetzt so von Hongkong Attitude? Weil für mich sind sie momentan noch, also sie waren auch von Anfang an einer der Favoriten der Play-Ins. Ich meine, das ist halt LMS, ist so die Region, die immer dafür bekannt ist, dass sie da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Vor allen Dingen sind sie auch immer so ein bisschen als die Korean Slayer bekannt. Theoretisch würde es mich halt sogar reizen, wenn Hongkong Attitude jetzt den zweiten der Gruppe macht. Damwon macht den ersten. Stell dir vor, Korean gegen LMS, dann stell dir vor, in Damwon komme ich weiter. Ja, wäre verrückt, aber nach dem ersten Spieltag von Hongkong bin ich dann nicht ganz auf der Ebene, dass das wirklich passieren könnte. Trotzdem muss man hier vorsichtig sein. Es ist der zweite Spieltag, auch Clutch Gaming hat erst am zweiten Spieltag wirklich überzeugen können. Vielleicht ist es immer so ein bisschen so eine schleppende Entwicklung gewesen, dass man jetzt erstmal zeigen muss, okay, wir haben den ersten Tag ein bisschen gestruggelt, haben aber immer ein 1-1 gespielt. Heute packen wir aus. Doch, das wäre natürlich eine Option. Auch sie sind halt von ihrem Champion-Pools auf jeden Fall nicht benachteiligt. Allgemein würde ich mir so ein bisschen, also gibt es Champions, die du vermisst? Weil ich würde mir schon einige noch ein bisschen mehr wünschen bisher bei den Play-Ins. Oh, also spontan jetzt, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich denke, ich würde mir grundsätzlich eigentlich einen größeren AD-Carry-Pool wünschen. Darum finde ich schade, dass auch Tahm Kench so hart genervt wurde, weil er immer so ein Enabler war für viele andere AD-Carries. Ah, Jinx, Ashe, etc. Genau, auf der anderen Seite denke ich, dass wir dadurch jetzt eine APC-Vielfalt haben. Also ehrlich gesagt, ja, ballert ruhig was rein, aber wir haben ja auch mal wieder Überraschungen dabei. So was wie Kayle, Echo, Renekton First Pick war jetzt vielleicht eine Negativ-Überraschung. Also genau das ist nämlich das Problem. Genau das hätte ich jetzt auch angesprochen, dass für mich Toplane-technisch da vielleicht noch ein bisschen sehr eng gedraftet wird. Aber wir gucken uns das an, springen rein in die zweite Champ Select des Tages. Und zwar starten wir direkt mit dem Tristana-Bann. Ja, Tristana, ja, absolut Lane-Bully aktuell. Du kannst hier überall spielen, ob ein Huni auf der Topseite in der Mitte oder auch notfalls als AD-Carry, alles möglich. Gragas-Bann finde ich aber durchaus verständlich. Gragas für mich ein Pick, der zwar auch ein bisschen angepasst wurde, der aber mit Level 6 schon einen unglaublich guten Power-Spike hat, der Gank-Pressure auch pre-Level 6 hat. Aber sobald sein Jungle-AP-Item fertig ist, er auch wirklich Leute one-shotten kann. Leona? Auch so ein Support, der sich langsam die Meta schleicht, der einen super guten All-In bietet und gerade über Aftershock auch eine sehr große Tankiness entwickeln kann. Ja, da kommen wir übrigens wieder zu dem Ranked First Pick, der wurde hier rausgebannt. Leona Bann spricht für mich mal so ein bisschen dafür, dass man für den Rakan First Pick gehen möchte. Xayah, Rakan haben beide noch offen geblieben, wäre da sicherlich eine Option, je nachdem, was man jetzt noch zuletzt rausbannt. Gragas ist für mich auch derjenige, der halt nicht nur ab Level 6 mit seinem Jungle-Item effektiv wird, sondern auch davor. Also dieser Grundschaden von Gragas ist einfach komplett stupid, plus er bringt halt sehr, sehr viel Sustain mit. Auf jeden Fall. Renekton, wir haben es angesprochen, ne? Er ist halt wirklich
immer noch ein Pick, den du aber nicht blindpicken darfst. Du musst ihn halt wirklich in ein gutes Matchup reinpicken, dann ist ja immer noch der Lane-Bully. Das ist halt so ein Ding, da würde ich mich immer liebend gerne mit Coaches unterhalten und fragen, warum habt ihr das gemacht? Weil ich war von Anfang an, habe ich das gehasst, ja, dass sie es getan haben und ich habe es nicht verstanden. Ja. Und da vielleicht auch einfach mal die Gegenargumentation zu hören, warum haben sie es getan, wäre halt bei sowas super interessant. Weil da kann man ja auch mal viel diskutieren, ne? Warum macht man es, wie macht man es. Ich möchte kurz was einleiten. Huldigt Eis und seine Predictions mit dem Rakan. Ja gut, das war jetzt nicht so schwierig. Ja, wenn Leona gebannt wird, dann spricht das schon sehr, sehr stark dafür, dass der Rakan dort mitgenommen wird. Die Antwort wird sicherlich über Xayah kommen. Ich denke auch. Mit Xayah kannst du auch verschiedene Supporter spielen. Nautilus Thrash immer noch auf. Du hast auch mehrere Möglichkeiten immer noch. Mal schauen, es wird sogar der Nautilus werden. Wir haben ihn gerade auch sehr erfolgreich gesehen. Entwickelt über Aftershock eben auch eine sehr solide Tankiness. Oh yeah. Das könnte man im letzten Game sehr gut beobachten. Oh ja. Nee. Tja, da ist er. Eis. Na, was sagt ihr jetzt? Er ist nicht eingeloggt. Nee. Ah, da ist er. Ich meine, ich finde, Ezreal kannst du zum Teil noch spielen. Du brauchst halt ein sehr hohes Skill-Level für ihn. Du brauchst die richtige Comp um ihn herum. Und ich finde, Ezreal Rakan ist keine Lane, die ich wirklich dominant im Kopf habe. Abwarten. Vielleicht ist es gar kein Ezreal Bot-Lane. Ja, die Syndra würde hier gehabert. Die können sie gerne einloggen. Da bin ich vollkommen fein mit. Und dann bitte nutze sie als Flexpick. Weil stell dir jetzt vor, die versuchen einen Syndra-Counter in die Mitte zu picken und du kannst einfach erst wieder in die Mitte schicken und schießt Syndra auf die Botlane. Ich glaube, Syndra ist so auch eine der wenigen Antwortmöglichkeiten, die du auf Xayah wirklich nutzen kannst. Wäre halt super witzig, aber sehen tue ich das, ehrlich gesagt, wenn ich fair bin, noch nicht. Wäre natürlich echt ein Netz. Jarvan soll es jetzt noch sein für den Jungle von Mega, damit haben sie auch wieder... Ja, im Early Game gut Pressure, kann auch eine Syndra sehr gut wirklich ganken, dadurch, dass Syndra ja nicht besonders mobil ist. Sie muss halt immer ihre Bällchen parat haben, um den Jarvan wieder wegzunocken. Aber grundsätzlich finde ich die Comp von Mega bisher grundsolide. Sie haben Wavekill, sie haben Engage, sie haben einen guten Wavekill mit der Xayah auch schon dabei und haben vor allem eben dieses One-Shot-Potenzial über Jarvan und Nautilus auf Single-Target-Burst. Natürlich bis am Ende wieder die Frage, wie wollen sie ihren Damage-Split gestalten? Auf jeden Fall. Erstmal nimmt man die Early-aggressiven Jungler noch mit raus. Idis ist einer davon bei Jarvan. Auch gar nicht so verkehrt, Olaf rauszubannen, ich wollte es gerade noch sagen. Er ist zwar zum einen funktioniert er ganz gut über seine Kataklysmus-Mechanik gegen Olaf, aber es ist 1 gegen 1 terrible für ihn gegen Olaf. Da wird er komplett zerstört. Er ist da halt eher so ein Utility-Faktor und man will sich nicht einfach auf den Utility-Faktor reduzieren lassen. Also kommt der Olaf-Bann. Ja. Genauso wie die LeBlanc noch rausgeflogen ist. Galio, da ist wieder unser Freund mit dem Kataklysmus sogar... Eine Möglichkeit, die mir noch ein bisschen besser von der Synergie gefällt, weil du kannst eben nur rausflashen. Aber mir würde... Also ich finde, Galio fand ich super stark in Kombination mit Nocturne. Aber mit Jarvan und auch mit Rakan, finde ich, hat er immer noch seine Probleme. Ja, also wie gesagt, Galio ist einfach nicht mehr der stärke und potente Champion, der er früher war. Jarvan-Galio war immer so diese Standard-Kombo, funktioniert gegen Syndra hier auch hervorragend. Er kann in dem Matchup punktuell den Burst sehr gut reduzieren. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt mir der Swap umso besser gefallen würde. Also wenn sie jetzt Ezreal Botlane, Ezreal Mitte spielen und Syndra Botlane, wäre ich übel fein damit. Weil Ezreal sollte mit Galio null, nada, keine Problemchen haben. Ja, mal gucken. Wäre auf jeden Fall super witzig, wenn wir mal einen Ezreal in der Mitte sehen würden. Ich meine, Tristana spielt man ja auch in der Mitte, warum nicht auch mal einen Ezreal? Ja, das wäre, glaube ich, bei den Worlds hier wirklich das erste Mal. Ist aber Solo-Queue gar nicht so unüblich. Mhm. Da sieht man es hier und da mal durchkommen. Akali wurde jetzt hier noch für nah eingeloggt. Der ist in seiner Miniform natürlich gut angreifbar. Für einen Assassin kann man da sehr, sehr schnell zum Geschnetzelten werden. Generell muss ich sagen, gefällt mir so ein bisschen das 1-4 von Mega sehr gut. Sie können eben über Galio hinterher rotieren. Ja, ich muss es jetzt einfach sagen. So, ich change my mind, aber ich finde Lee Sin Ezreal einfach super riskant. Ich bin kein großer Freund. So, Lee Sin... Für Competitive vollkommen fein, aber Ezreal hat mich bisher noch nicht überzeugt. Ja. Weder Solo-Queue, also Solo-Queue überhaupt nicht, noch Competitive. Und ich glaube, der Champion ist aktuell einfach nicht mehr so richtig meterlastig. Ja, mal abwarten, wie er sich hier zeigt. Wie gesagt, Hongkong, wenn man sich nur die Region, die Spiele anschaut, natürlich immer das Favoritenteam, aber Mega hat sich hier gut präsentiert. Sie sind ein Team, die unglaublich solide in den Rotationen aussehen. Sie haben hier wieder ein Team gedraftet, mit dem sie, finde ich, ihre Taktik hervorragend ausspielen können. Sie haben einen 1-4-Draft hingelegt, haben ein sehr solides Early-Game über Jarvan, haben sehr viel Gank-Pressure, auch in der Mitte, muss man sagen. Ein Taunt, ein Knock-Up, dann trifft auch der Taunt und dann ist eine Syndra ganz schnell hops. Ja, das stimmt wohl. Wobei auch eine Syndra gegen Galio relativ gute Mechanics hat. Du musst ja das Scatter the Weak nicht immer als Stun sehen, sondern auch oftmals einfach als dieser kleine Windstoß, der einfach Gegner wegblasen kann. Was gegen Galio schon mal, wenn er zum Beispiel versucht, mit seinem E zu engagen, relativ effektiv, weil du ihn da einfach in der Animation abbrechen kannst, in der er dich gar nicht erst erreicht. Bei Jarvan eh nicht, da kommt es ein bisschen drauf an, wann in der EQ-Kombo du ihn unterbrichst. So, und damit springen wir ans zweite Game des Tages. Hongkong Attitude gegen Mega. Wer zieht den Längeren? Wer ist dein Favorit? Ah,
ich glaube, ich habe Hongkong Attitude getippt. Wir haben alle Hongkong Attitude. Nur Bart nicht. Ich würde aber tatsächlich sagen, aufgrund des Drafts gefällt mir Mega hier tatsächlich besser. Ja. Also sie haben diesmal eine schöne abgerundete Combo. Wir haben zwar wieder ein Galio mit dabei, aber ich finde Galio hier einfach 1000 Mal besser, weil du Xayah und auch Akali als Spread hast. Im letzten Game war es ja so, okay, AD Carry muss alles alleine machen, weil du ein Galio gepickt hast. Hier finde ich, ist man deutlich flexibler aufgestellt, hat auch eine schönere Engage-Combo, wobei die letzte Runde auch nicht schlecht aussah. Und du hast vor allen Dingen gegen Syndra deutlich bessere Karten. Syndra hat einen sehr punktuellen, einen sehr temporären Burst, der vor allen Dingen auf der Ultimate beruht. Und da hast du als Galio gute Möglichkeiten, einfach über deine Schadensreduktion Schaden wegzunehmen. Ja. Ich muss halt auch sagen, wir haben jetzt viel über Lee Sin und Ezreal abgelästert. Ich bin aber auch nicht mehr der größte Fan von Gnar. Ich finde, er ist zu eindimensional. Natürlich kannst du die Mega-Gnar-Form nutzen, um auch ein Zoning-Feld zu nutzen. Und wenn du einmal rankommst, ist es super gut. Aber du weißt eben, was du von diesem Champion erwarten kannst. Du siehst die Mega-Gnar-Form, du weißt, wann du aufpassen musst, ziehst dich dann zurück. Und sobald er in der Mini-Form ist, hast du eben sehr viel Druck mit der Akali gegen ihn. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, da sehe ich zum Beispiel, ich sehe ihn gar nicht so eindimensional. Also ich verstehe auf jeden Fall dein Argument, dass du sagst, okay, Pro-Teams, die wissen ganz genau, was sie tun, die können immer um diese Wut von Nah herumspielen. Auf der anderen Seite kann man Nah auch sehr, sehr gut auf der Solo-Lane für Split-Push-Builds bilden. Ja. Ich muss sagen, ich gehe damit mit, dass ich mir denke, ja, ich finde ihn Blind nicht so geil, weil es eben gute Champions gegen ihn gibt, wie Akali, wie Irelia, die ihn gut auf der Lane zerstören können. Alles, was super hard-engage-lastig funktioniert auf der Top-Lane, um die man in die Gurgel gehen kann, während er klein und flauschig ist, funktioniert er relativ gut. Allerdings sehe ich auch sehr, sehr viele Vorteile von Nah. Nicht unbedingt in dem Setup, ne? Ich habe es ja gerade eben gesagt. Aber ich bin da doch noch ein etwas größerer Fan, wahrscheinlich als du von ihm. Ja, vermutlich. Mega auf jeden Fall mit guten Antworten mit Akali. Der einzige Pick, der mir bei Mega nicht so gut gefällt, ist der Galio. Aber fürs Spielprinzip von Mega finde ich es okay. Weil, wie gesagt, sie haben jetzt ein 1-4. Galio kann das Ganze unterstützen. Das ist vielleicht nicht die Damage-Quelle. Aber mit Akali hast du auch eine AP-Quelle. So ist es, denke ich, von der Damage-Aufteilung okay. Und du hast eben auch nochmal diesen Follow-up, um eine Sideline abzusichern. Sie haben einen sehr grundsoliden Teamfight. Ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man vielleicht versucht, um die Mitte herumzuspielen, Syndra ein, zwei Mal Hops zu nehmen, auch wenn sie einen Teleport mit dabei hat. Ja, ich denke auch. Und ich habe ja auch eben schon so ein bisschen über die Bildvarianten und die Variationen von Nah geredet. Ich bin gespannt, wofür er gehen wird. Mhm. In so einem Matchup könnte ich mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel versucht, über Wits End und über Blade zu gehen und über Frozen Mallet, der muss auch ein bisschen Lebenspunkte aufbauen, dass er quasi für so ein übelstes Split-Push-Bild geht. Ich weiß nicht, ob er Kali dann später wirklich all-in kann damit. Ja. Werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Bot ist halt noch sehr ausgeglichen. Also versucht natürlich immer wieder mit Kleptoprox zu arbeiten, um sich einen Vorteil zu erspielen. Aber bisher, oder auch generell, sollte Xayah hinaus in der Lage sein, gegen zu pushen. Und das ist auch mal, finde ich, ein großes Problem, wenn du mit Ezreal reingepusht wirst. Wenn du selber in der Lage bist, deinen Poke rauszuballern, dadurch die Push-Prior an dich reißen kannst, weil du den Gegner ein bisschen wegzonst, dann hast du eine sehr schöne Lane für dich. Aber eine Xayah kann mit den Fehlern einfach so viel machen. Und auch Nautilus hat halt direkt die Gefahr gegen einen Rakan zum Beispiel. Wenn der einmal trifft, Ignite draufhaut, Xayah auch ihren Stun trifft, dann zack, bist du ganz schnell weg. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn Rakan den perfekten Engage findet und du als Astro mit der Ultimate einfach nur noch raufkloppen kannst, ja, auf sichere Distanz, ist natürlich auch gar nicht so verkehrt. Ja, für G4 sieht es nicht ganz so angenehm aus. Er hat sich aber auch für die Teleport-Variante entschieden. Ist bei Galio jetzt nicht unüblich. Bei Syndra competitive gesehen auch nicht. Für Solo-Q würde es nicht empfehlen, Syndra unbedingt mit Teleport zu spielen. Sie hat im Early meistens so ein bisschen Sustain-Probleme, was Mana angeht. Und ab dem Lost Chapter bist du als Syndra vollkommen in Ordnung unterwegs. Wirst nie wieder Mana-Probleme bekommen. Weil pro Level auf dem Q die Mana-Kosten auch nicht signifikant steigen. Ich finde es interessant, dass Lloyd sich hier wirklich für eine eigentlich etwas aggressivere Route entschieden hat. Er hat die Golems nicht mitgenommen, hat aber danach einen Full-Klee gemacht. Damit ist es okay, weil er nun die Golems nicht gemacht hat. Aber ich finde es immer schade, wenn du ihn Full-Klee machst, die Golems nicht noch mitzunehmen, weil es einfach immer ein kleiner Delay im eigenen Jungle ist, wenn du das erste Camp stehen lässt. Aber Javan ist, glaube ich, immer dieser Speed-Faktor, den du dabei siehst. Auf jeden Fall. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, willst du competitive diesen Speed-Faktor mit drin haben? So. Im Endeffekt ist Javan Level 2 schon einer der potentesten Ganker wahrscheinlich, die es überhaupt gibt im Spiel. Aber wenn du diesen Gank nicht durchbekommst, dann ist es natürlich clever, diese Golems einfach als sichere Goldquelle mitgenommen zu haben. Ne? Gerade der Respawn, der erste von den Golems, ist da halt immer insane wichtig. Ja, aber jetzt ist er eben Topside. Kann dir vielleicht genau auch gleich nochmal ärgern gehen. Der ist aber gerade in einer Mega-Gnar-Form. Und man merkt auch schon, dass Rocky trotzdem sehr gut gegenhalten kann. Ab dem Gunblade werden wir das sehen, was wir immer sehen. Akali wird extrem dominant und muss auf jeden Fall respektiert werden. Dadurch wirst du halt viel, viel mehr Prior als Akali auf Lane bekommen. Das Timing von Leuten halt nicht schlecht. Ne? Die Gnarform ist gerade abgelaufen. Jetzt geht man da sogar rein. Die Minions sprechen dafür. Die Vision ist auch da. 3Z sollte das eigentlich sehen. Springt dann nochmal sicher raus und damit sollte man hier eigentlich nichts bekommen. Knocker trifft nochmal, aber er trailt dann noch ein bisschen rein. Er kriegt sogar den Flash? Na ja. Das wundert mich. Also Akali hatte keinen Follow-up. Der Damage hätte, glaube ich, nicht ausgereicht. Also wenn sie für den Flash eh geht, hat sie wahrscheinlich Follow-up. Ich glaube, Javan hatte gerade auch noch kurzzeitig einen Red-Buff. Ich glaube, der ist genau dabei ausgelaufen. Bevor er da zu viele Lebenspunkte verliert und es dann doch nochmal knapp würde. Dann lieber auf Nummer sicher gehen. Resettet halt sowieso. Naja, aber man sagt doch immer so schön, better safe than sorry. Ja, okay. Wenn da jetzt noch irgendwas schief geht,
Oh, und Hong Kong geht hier dafür direkt für den ersten Drachen. Ist ein Wolkendrake. Man will so ein bisschen die Dominanz von Mega in dem Bereich anscheinend sprengen. Wie gesagt, sie haben bisher zu 87% alle Drachen in der Play-In-Phase bekommen. Ja, und bisher sieht es halt farmmäßig für sie schon richtig gut aus. Klar, Top-End ist mal ein bisschen behind, ist jetzt nicht das schönste Matchup. Hier seht ihr übrigens nochmal diese Mechanik. Du hast als Galio niemals Kill-Pressure in dem Matchup. Es ist einfach bloß nett, um zu überleben. Mehr ist es nicht. Aber auf der Botlane hat man als SW eben schon einen guten Vorsprung gehabt. Da wurde auch noch ein gestorte Wave und eine neue Wave mit angenommen. Da wird SW gleich wieder ein bisschen nach vorne kommen mit der Wave, die er gleich bekommt. Und Mitte sieht es schon ziemlich gut aus. Oh, also ja. An der 20 CS Vorsprung ist schon was, was competitive-mäßig richtig reinhaut. Ja, bin ich ganz bei dir. Ist auch interessant, dass Crash sich hier für das Red Smite entschieden hat. Das ist ja gerade gegen Burst Schaden, beziehungsweise auch wenn du gegen Tank spielst, ein bisschen besser, während Leute sich für das Blue Smite, um den eigenen Utility-Buff nochmal zu bekommen und ein bisschen True Damage obendrauf. Das ist natürlich auch immer die Frage, also brauchst du den Utility? Normalerweise ist das Blue Smite, du spielst es sehr, sehr selten heutzutage. Es ist natürlich immer ganz cool, den Slow noch drauf zu haben, für einen Jarvan vor allen Dingen, der eine EQ-Kombo treffen muss. Und die EQ-Kombo, das ist halt jetzt schon ein Weilchen her, aber die wurde von der Hitbox ja sehr, sehr schmal mittlerweile angepasst. Also da ist es gar nicht so einfach, die Kombo mal durchzubekommen. Und da kann ich sogar verstehen, wenn der Gegner langsamer ist, kann er schlechter ausweichen, du kriegst deine Kombo sicherer durch und damit auch nochmal ein extra CC, dass man sich da fürs Blue Smite entscheidet. Ah, gerade in letzter Zeit sehe ich, glaube ich, das Blue Smite immer öfter wieder, tatsächlich. Aber vielleicht ist es auch eine falsche subjektive Wahrnehmung von mir gewesen. Habe ich bisher noch nicht das Augenmerk komplett draufgelegt. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr oft einfach so eine, ja, was bevorzugst du selber? Mhm. Ich denke, da muss man sich immer Gedanken einfach selber drüber machen, wie sieht der Playstyle aus? Wie gut bin ich darin, halt auch mit dem Slow zu arbeiten? Oder schaffe ich auch, meine Kombos immer so anzubringen? Hier muss man ja auch dazu sagen, zum Beispiel einen Ezreal, einen Lee Sin, die mit einer EQ-Kombo zu erwischen, ist fast unmöglich. Und dann hast du zumindest noch ein bisschen den Slow und den Slow, der darauf folgt, über ein Schild von Jarvan, um dort nochmal Anschluss zu finden. Ah, das wird eine schwierige Gegenposition. Der ist ein Pink World, Mann, der Knock-Up trifft schon mal nicht. Ezreals Ultimate, oh, trifft nur das Schild von Pop. Crash kann da einfach wieder rausrotieren. Schade, der hatte gerade Level 6 erreicht, wäre nochmal ein netter zeitlicher Faktor gewesen, dadurch, dass Leute auch noch Level 5 ist, Topside orientiert ist. Aber da war man zu vorsichtig. Auf der Seite von Mega hat das gut predicted. Ja, vor allen Dingen sind sie halt einfach sidestepped. Und könnten noch einen guten eigenen Trade rauswirtschaften. So richtig tricky wird es, glaube ich, wenn die Syndra fett ist. Und bei Syndra dauert es meistens so bis zum ersten Item. Ab dem Ludens ist der Schaden dann schon gut, den du mitbringst. Und das wird hier tatsächlich nicht mehr lange dauern. Mission hat sich ja sofort für den Zauberstab entschieden, der mitgenommen hat für 850 Gold. Als nächstes wird wahrscheinlich das Lost Chapter kommen, wenn nicht sogar schon das Ludens im Ganzen. Ja. Das Lost Chapter ist ja quasi auch immer so eine unendliche Mana-Quelle auf der Lane. Super angenehm. Naja, je früher du es bekommst, desto mehr Mana regeneriert es für dich. Ja, hier sehen wir auch nochmal die Goldverteilung aktuell. Natürlich noch die Vorsprünge nicht gigantisch, aber die Top 3 besteht hier aus Hong Kong Attitude. Witzigerweise Lloyd, der Jungle von Mega, der mir bisher am meisten Gold hat. Sieht man auch nicht ganz so oft. Oh ja, früher war das ein Unding. Früher waren die Jungler immer behind und mussten battlen gehen bei den Lanern, um ein bisschen Gold zusammenzubekommen. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Wir kriegen ordentlich extra Gold, kriegen ja auch über das Jungle-Item dann nochmal ein bisschen extra Gold in die Taschen mit reingespült. Schöne Worte übrigens auf der Lane. Ja, damit wird der Crash da wieder gesehen. Kann nicht für den Gank gehen. Also, das macht Mega halt gerade sehr schön, muss ich sagen. Aber der Vorsprung in der Mitte macht mir langsam wirklich Bauchschmerzen. Auch, dass eine Syndra, die jetzt wirklich sehr gut dabei ist, ein großer Faktor sein kann, ist natürlich keine Frage. Ja, Jarvan sollte vielleicht mal wirklich versuchen, da was zu machen. Towerdiven, eine Akali. Je nachdem, ob die Schau zur Verfügung ist, nicht die beste Idee. Denke ich auch. Da sollte man eher ein bisschen Abstand von nehmen. Grundsätzlich ist es jetzt auch nicht so schlimm, dass Galio goldtechnisch und farmtechnisch dort behind ist. Er ist halt eher ein sehr stumpfer Champion, der auch mit wenig Gold effektiv sein kann. Seine Scalings wurden ja diesbezüglich auch angepasst, beziehungsweise seine Grundwerte sind relativ gut. Nicht mehr ganz so stark wie früher. Man hat da jetzt so ein bisschen Wert drauf gelegt, dass er mehr Scaling bauen muss. Aber Galio ist sowieso jemand, der halt viel Wert auf Utility legt. Ja. Ihr seht schon, Proto-Belt. So, das ist eins der Utility-Items schlechthin für den Midlaner. Gibt dir Cooldown Reduction, gibt dir diesen kleinen Dash nochmal mit Wave Clear zusammen, gibt dir aber tatsächlich relativ wenig Schadenswerte. Ja, und bisher haben wir ein sehr, sehr ruhiges Spiel. Also der erste Drache hat zwar gefallen, der zweite spawnt ihn nach knapp Minute. Wenn man den wirklich jetzt demnächst nochmal für die letzte Laning-Phase mitnehmen möchte, sollte man den ja auch langsam vorbereiten. Bisher hat Hongkong da einen kleinen Ward zu stehen, aber du brauchst halt auch eine Prio-Lane. Also Syndra wird jetzt hier vermutlich den Blue-Buff bekommen. Es soll, oder?
ja, sollte dann auch in der Lage sein, die Mitte konstant rauszupushen und dadurch hast du in der Mitte schon mal Lane-Prio, wenn du das Bot-Set auch noch irgendwie schaffst, sei es auch über einen Gank, kannst du auch diesen Drachen normalerweise sicher einsammeln. Ja, und auch auf Ezreal hat man sich für die etwas aggressivere Variante im Early entschieden. Man hat keine Träne gerusht, sondern man hat direkt einen Sheen mitgenommen. Ist natürlich immer ein bisschen ungünstig, wenn du nur eine Träne baust, auf die Lane kommst und dann erstmal ein Non-Faktor bist. Deshalb mag ich die Sheen-Variante ehrlich gesagt auch ein bisschen lieber. Man kann sich natürlich immer danach richten, hey, habe ich eine ruhige Laning-Phase, brauche ich mir keine Sorgen machen. Aber genau dieser Drache, glaube ich, ist auch der Grund dafür, dass er eben das Sheen mitgenommen hat. Damit fällst du nicht in dieses tiefe Schadensloch rein, sondern bist immer noch ein relevanter Faktor. Auch zum, ich sag mal, zwischen Early-Mid-Game hin. Ja, naja, auch Guardio will hier langsam reinpushen. Das macht er halt nicht schlecht. Ne? Er schafft es immer wieder, gegen zu pushen, manchmal sogar Push-Prio aufzubauen. Wird natürlich jetzt gegen die Syndra, die Lost Chapter schon einen kleinen Start mit dabei hat, immer schwieriger, weil sie einfach die viel, viel bessere Reichweite hat. Akali, wie auch Gnar, haben Teleport zur Verfügung. Also vielleicht sehen wir den ersten kleineren Fight. Mega, aber direkt da. Und das finde ich halt super smart. Sie haben die Botzeit rausgepusht, rotieren direkt dafür. Akali resettet jetzt nochmal. Gnar schon wieder auf der Topside, muss diese Lane beantworten. Damit ist das der erste Drache auch für Mega. Ich finde so ein bisschen, dass vom Tempo her dort von Hanking Attitude nicht sofort der Lane-Swap kommt. Weil sie eigentlich zu dem Zeitpunkt jetzt schon sehen, ah, okay, der Gegner geht für einen Swap. Sie sind resettet, hatten wenig Mana auf Ezreal zur Verfügung. Er hat keinen Teleport gehabt. In dem Moment, wo er resettet, ist der komplett richtige Call, ja, die alle hoch. Dass Mega eben dort für den Drachen geht. Und genau deshalb hätte ich auch erwartet, dass Ezreal jetzt nach dem Reset, weil sie es erwarten sollten, sofort nach Top-Lane marschiert. Und dass man für den Lane-Swap geht. Ja. Das ist hier nicht geschehen. Ja, aber er hat einen Teleport-Vorteil. Ne? Also Xayah wäre jetzt nicht, hätte nicht die Möglichkeit hochzurotieren, während Ezreal natürlich auch Botside stayen könnte und dann zum Team dazu stoßen könnte. Sofern beide AD Carries Bot sind. Das stimmt wohl. Da sind halt 3 Teleports und noch besser als 2 Teleports. Und lässt jetzt sogar beide AD Carries alleine unten. Mathe May. Ja, mal sehen. Ich bin Mathe-Mann, weil ich Mathe kann. Ja. Ja, beide Jungler beschnüffeln sich hier so ein bisschen. Die Krabbe wird hier allerdings wieder in Crash gehen, dadurch, dass man einfach Sünder und Ogna respektieren muss. Wobei ich sagen muss, du hast gerade die Lane-Prio eigentlich gehabt für durch Galio und auch Akali. Ich glaube, die Krabbe hätte man durchaus contesten können. Ja, so Krabbchen sind natürlich immer ganz schön. Ja, ich meine, die Sinn. Ich habe mich gerade verguckt. Ich dachte gerade, Akali wäre die Sinn. Nee. Der ist Level 10, dachte ich. Level 10! das wäre jetzt schon ein bisschen sehr krass. Ja, okay, ich war auch ein bisschen baff. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mich mal brutal verguckt. Also der Moment, wo wirklich der Jungler im Level vor den Solo-Lanern ist, den siehst du hier und da vielleicht im Solo-Queue. Ja. Da muss ich auch sagen, ne, ich bin da wirklich ein räudiger Jungler. Aber wenn ich sehe, dass jemand stirbt, dann gehe ich natürlich auf die Lane und hole ich mir alle Ressourcen. Ja. Aber weil ich halt meine Jungle-Ressourcen bekomme und die Lane-Ressourcen, dann kann ich schon mal vorne sein, das wird competitive aber nicht passieren. Ja. Denn hier teilt man die Ressourcen einfach intelligent auf. Herald wird wieder abgebrochen. Ja, es geht natürlich jetzt so ein bisschen um den Riesenkluftkrabbler, den wir eben auch noch auf der Karte haben. Die Stacks halten allerdings nur noch eine Minute, also die Platings. Das heißt, das wird man in Time vermutlich nicht mehr schaffen, um wirklich mit dem Herald dann auch nochmal Bonus-Gold zu generieren. Man muss auch sagen, wir haben überhaupt keine Platings bisher gesehen. Ne? Also ich glaube, eins ist Topside gefallen, eins Botside, wenn ich das richtig sehe. Und dann gar nicht. Nur, wir haben ein einziges Plating bisher erst, was gefallen ist. Das ist halt super wenig. Auch kein Harry, der das ändern wird. Jetzt ist man zwar wieder dran, aber die Frage ist, ob man den halt wirklich so nehmen kann. Teleport-Vorteil ist zwar noch da, aber wenn du hier für einen Teleport gehst, um den Herald zu bekommen, ist halt die Frage, was verlierst du unten dafür? Xayah moved jetzt sogar relativ zügig. Ja, sie ahnt, sie gehen jetzt auch hin, mischen allerdings da, der Damage nicht schlecht. Leute, muss ich zurück sein, aber man schafft es vermutlich wieder, dass der Herald resetten geht und hier oben vielleicht der Solo-Kill. Rocky, ich flasht, überlebt das Ganze mit 3 Leben. Und First Blood für Akali. Crash ist allerdings auf der Nähe, der will jetzt hier nochmal den Play-Button drücken. Zack, Q-Spell trifft, kriegt hier immer nochmal die Revanche, aber das ändert nichts daran, dass das gerade mega krass war. Ja, mega krass Missplay. Da hat man auf Rockys Seite vielleicht den einen oder anderen Spell nicht ganz getroffen. Eieiei, das hätte viel sauberer für ihn laufen können. Ja. Ja, hier wusste er natürlich, nah wird klein. So, vielleicht können wir dafür einen Engage gehen. Hat seine Ultimate zur Verfügung. Da ist für ihn jetzt einfach der Startschuss. Shroud aktiviert. Zack, mit der ersten Ultimate-Instanz rein. Ah, Hacker. Dann ist der Q gemisst, dann der E gemisst. Ja, da muss man auch einfach sagen, nah, perfekt gesidestept. Aber dass er nicht zurückgeht und den Flash nicht respektiert, ist dann schon fast traurig. Ja. Aber immerhin kriegt man den 1-1-Trade raus. Na, hat er schon gemacht. Da hat Rocky einfach ausgetanzt, wie man so schön sagt. Beide jetzt ohne Flash unterwegs. Und jetzt auch erst der Power Spike erreicht von Rocky Mine. Ich hatte leider ein Gunbat in dem Fall noch nicht ready, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt aber auf jeden Fall, das könnte ziemlich tödlich werden. Ja, das wird für Nahe jetzt unangenehm. Weil er hat gerade schon den Kill gedroppt. Natürlich schön, dass Lee Sin Kill bekommen hat, aber für die Lane bringt das relativ wenig, wenn Lee Sin nicht. Das ist übrigens umso mehr ein Grund für den Lane-Swap zu gehen. Stimmt! Oh, das finde ich halt so schade, dass Hong Kong Attitude vorhin einfach diesen Backport dafür nicht genutzt haben. Sie hatten den Herald, sie haben den ja zweimal und dreimal so ein bisschen notdürftig probiert, aber wenn sie dafür die richtige Rotation gehen, dann haben sie den. Ja. Dann ist es einfach so, das Map-Play
kein einziges Plating vom Gold her. Selbst das Plating, das gefallen ist, wurde nicht bewusst eingesammelt. Ist doch ein Plating gefallen, oder nicht? Ich weiß nicht, ob sie Botlane noch eins bekommen haben. Ich dachte, ich hätte irgendwo eine 4 gesehen. Ich meine, Botlane, es kann sein, dass es auch ein bisschen zu spät war, dass es da gefallen ist. Aber ne, da kommt wieder dazu, selbst wenn da ein Plating fällt. Aber es kann gar keins gefallen sein. Sonst hätten sie es in der Statistik auch gefallen. Oh, Doyle macht das hier einfach auch im Alleingang. Der zweite Kill für Mega. Also das war mal ein kompletter Griff ins Klo. Ezreal jetzt 20 Sekunden nicht da. Das könnte sogar der erste Turm bedeuten. Galio auch in der Nähe. Hat seine Ultimate zur Verfügung. Kai Wing und Crash aber da wollen das Ganze verteidigen. Können sie anscheinend auch. Aber Doyle hat noch seine Ultimate zur Verfügung. Das kann man die Welt sogar outplayen. Da geht die Ultimate raus. Der Haken trifft schon mal. Zack. Und der nächste Gegner geht raus. Und Crash lebt halt noch. Rakan saved ihn hier wunderbar mit der Ultimate. Aber hier kommt Jarvan. Der hat Appetit. Der hat seine Ultimate. Man will jetzt Crash nochmal. Bumm. Da geht der Kataklysmus raus. Der Kill ist gefallen, damit fällt hier auch der erste Turm im Spiel auf der Botlane. Ja, so schnell kann es gehen. Also mal Xayah Poggers, Ezreal kick W. Und auf einmal hast du den Kill. Der Flash kam deutlich zu spät. Es war natürlich nicht nur ein Ezreal, es liegt auch einfach daran, dass misplayed wurde, ohne Frage. Da war einfach die Ul deutlich dominanter. Oh, der Drache auch wieder vom Timing hervorragend. Na, können Sie den einfach so nehmen? Xayah ist ziemlich low. Xayah hat Ressourcen, noch kein Teleport parat. Das ist sehr, sehr riskant, den Drachen jetzt hier nehmen zu wollen. Rocky hätte Teleport zur Verfügung, aber genauso wie auch der Gnar. Man bricht das Ganze ab, man geht auf Nummer sicher. Das ist auf meiner Meinung nach die richtige, sichere Entscheidung. Aber vielleicht kann Hongkong den sogar einfach selber übernehmen. Ezreal gerade aus, frisch aus der Lane, Lee Sin kommt aus der Lane. Mitte muss rausgepusht werden und dann kann man vielleicht selber diesen Drake vorbereiten. Na, ich sage, doch bald wieder Teleport zur Verfügung. Rocky könnte jetzt aus der Prior heraus sogar einfach runter rotieren. Wenn sie dann den Drachen nehmen wollen, können sie halt immer noch dafür gehen, den Teleport von Akali zu behalten, den von nahe zu baiten, dann den Weg bis dahin. Oh, Leute! Oh, Q trifft! Man geht jetzt hier. Oh, der Flash ist da ganz allein. Ist Doppelschutt nochmal gezündet. Pop ist ebenfalls da. Doyle macht auch gut Damage. Und hier kommt G4. Zone 2 Leute weg. Zack! Lee Sin ist gefallen. Leute, überlebt das Ganze. Der Jungler also wieder eine Kaffeetasse holen aus der Base. Der wird hier einfach nur noch zum Touri-Führer. Das war aber wunderbar gemacht von Lloyd. Also, dass er einfach diesen Kick von Lee Sin antizipiert und vorher in die Stopwatch reingeht, damit er nicht getreten werden kann, ist perfekt gemacht von ihm. Das sollte als Belohnung, glaube ich, auch den Drachen jetzt um raufgeben. Ich denke auch. Diesmal kann man ihn wirklich nehmen. Ezreal eben jetzt mit 2 Items ausgerüstet, aber die Träne noch nicht voll. Hat seinen Powerspike noch nicht erreicht. Oh, Akali hat 3Z mehr. Aber auch der Akali pusht jetzt über die Topside durch. Dadurch wieder Sideline-Pressure für Mega. Und das machen sie halt so gut. Das zeichnet sie aus, wirklich über diese Sidelines, über das Makro zu spielen. Und dabei versuchen die Objekte immer wieder zu contesten. Genau, das muss ich sagen, finde ich halt makrotechnisch einfach jetzt nicht gut von MG. Sie hätten einfach Rocky unten halten können. Ich frage mich halt, ob sie das noch... Nee, okay, ich dachte, sie contesten das Ganze. Nein, jetzt noch sie müssen jetzt abgeben. In dem Moment, wo Akali sich oben zeigt, muss Akali für den Turret gehen. Naru tiert runter, das ist vollkommen richtig. Dafür kriegt man den Drachen, gibt den Turret dafür auf. Na, jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, was ist Mehrwert. Dieser eine Turm, der Drache. Der Drache ist jetzt im Early natürlich noch nicht ganz so effizient. Die Goldwerte, die man einen Vorteil hat für MG von Mega, die sind jetzt erstmal ein bisschen von Vorteil. Aber ich glaube, wenn Akali da einfach kurz stayt, sie zusammen den Drachen machen und Akali dann hochrotiert, das ist für sie sogar noch der bessere Play, weil sie im Endeffekt den Nah sowieso so hart pressuren kann, dass sie den Turm über kurz oder lang bekommt. Und jetzt hat der Nah auch so ein bisschen freie Farmraum. Ja, wobei ich sagen muss, tempotechnisch kann es eben durchaus was bringen. Also wenn du jetzt für die Deep Vision Topside ein bisschen gehen kannst, vielleicht die Mitte belagern kannst, wenn du die Midlane T1 zu mir zeitnah ebenfalls bekommst, über den Herald vielleicht, dann könnte es sogar worth gewesen sein, je nachdem natürlich, wie lange das Spiel geht, wie das ganze Game sich entwickelt. Aber Mega jetzt auch bei 2000 Gold vorne und das ist natürlich unangenehm für Hongkong Attitude, die eigentlich als Favorit in der Gruppe gelten. Ja, er ist für selber jetzt auch auf seinem 2-Item-Spike. Iceborne Gauntlet ist es geworden, kein Trinity. Hier hat man sich für die Armor-lastigere und etwas Utility-lastigere Variante übers Iceborne entschieden. Das denke ich okay. Du hast jetzt, also eigentlich musst du bloß vor Akali viel Respekt haben. Wenn Akali nicht an Ezreal rankommt, sollte er ab jetzt ziemlich sicher unterwegs sein. Gegen Jarvan, gegen Xayah wird er auf jeden Fall nicht gewone-shottet. Allgemein ist Ezreal aber natürlich auch so ein bisschen trickreich, was sein Gameplay angeht. Du willst mit ihm weit hinten stehen, du darfst nie zu weit vorne stehen. Du willst deine Reichweite ausnutzen, die du auf dem Q hast. Ich denke, sobald die Träne von Ezreal voll ist, sehen wir nochmal, dass man versucht, um jetzt die Syndra, die Double Pen hat, um diesen Power Spike von Ezreal herumzuspielen, dass dann sich das Ganze nochmal von der Pressure her drehen könnte. Je nachdem, wie sauber Hongkong Attitude das dann ausspielt. Aber Jarvan jetzt auch nochmal mit dem Panzer dabei, also auch eher jetzt ziemlich tanky geworden, hat sich auch für das Tank-Jungle-Item entschieden. Er ist wirklich ein Frontline. Ne? Also von Cinderhulk Richtung Gargoyle Stoneplate direkt zu gehen, ist schon ein Statement. Ja. Oftmals sieht man als Jarvan sogar noch die Knight's Bow-Variante. Ja. Um da den eigenen AD-Carry noch unterstützen zu können. Ich meine, du willst halt einfach den Burst-Chart, glaube ich, von Syndra überleben. Und wenn du das so vernünftig machst, dann kann das hier schon sehr wertvoll sein.
Double Pen inzwischen ja auch auf Rocky zur Verfügung. Also er ist so stark im Spiel, steht hier zwar 1-1, aber hat 40 Farm mehr im Vergleich. Harry Mitte? Wäre jetzt auf jeden Fall eine Option, dann würden sie aber nicht den ganzen Turret bekommen. Ja. Die Hälfte wahrscheinlich. Mission hat eben auch Teleport zur Verfügung, aber man setzt ihn gar nicht ein. Ich glaube auch, es wäre ein guter Moment gewesen. Sie können auch mal dafür gehen, aber sie warten auf, dass sie einen Catch bekommen. Das ist natürlich immer so diese Sache beim Herald. Wenn du vorher einen Catch bekommst, wirst du mit dem Herald automatisch deutlich mehr bekommen, ja, weil der Gegner es einfach nicht verteidigen kann und den Tower da einfach respektieren muss, als wenn du ihn einfach so herbeirufst. Wenn du ihn einfach so herbeirufst, werden die Gegner meistens schnell genug rotieren, dass du vielleicht den Charge-Strich bekommst, aber nicht viel mehr. Das ist jetzt halt zu spät, weil jetzt hat Khanzyndra, sie hat gerade Botlane rausgepusht, kommt jetzt einfach in die Mitte. Du bist zu fünft jetzt in der Mitte, kriegst nur den Charge durch. Das ist ein halber Turret, das ist nett, aber da waren wir, glaube ich, mehr dran. Ja, es ist schwierig. Wie gesagt, wenn sie den Catch bekommen, ja, aber da hat sich jetzt auch Hongkong Attitude nicht unbedingt für angeboten. Hätten sie ihn vorher eben beschworen, wäre auch bloß ein halber Turm gefallen. Ja, auf jeden Fall, aber dann hätten sie zumindest, also hätte Syndra die Botzeit nicht mehr rauspushen können. Du wärst schneller gewesen, man war erstmal nur zu zweit da, aber absolut, da bin ich ganz bei. Du hättest den Turret so oder so in beiden Fällen nicht ganz bekommen. Ja, und immerhin nochmal einen Teleport umrauf, ne? Da muss man bedenken. Ja. Galio ist jetzt der Einzige, der Teleport noch bei Mega hat, auf der anderen Seite Nah der Einzige, der noch einen Teleport parat hat. Was den nächsten Drachen da vielleicht ein bisschen interessanter gestaltet. Also wenn man da zum Beispiel schafft, na, wobei du willst dich vorne nicht auf die Toplane schicken. Das Problem ist halt, wenn du Galio auf die Toplane schickst, um seinen Teleport-Vorteil für den nächsten Drachen auszunutzen, dann hat er seine Ultimate nicht in Reichweite. Das ist ja, ja, quasi das, was du bei Galio immer zur Verfügung haben möchtest. Und das ist nun mal keine globale Ultimate, sondern eher eine halbglobale, kann man glaube ich sagen, die eine gewisse Reichweite voraussetzt. Deshalb wird zum Galio normalerweise immer sehr dicht beim Brennpunkt haben, und in dem Fall halt in der Midlane. Ja, die Mitte wird hier immer wieder belagert werden, aber das konnte Doyle hier eigentlich normalerweise nicht machen. Muss da sogar aufpassen, der Rakan-Ult geht raus, die Ultimate muss gezündet werden. Sehr schönes Timing hier von Nexaya und damit kommt man sich heraus. Trade quasi Ult für Ult. Ja, Rakan-Ult hat aber ein bisschen weniger Cooldown. Und Xayah-Ult wahrscheinlich für sie auch ein bisschen wichtiger. Ja. Wenn so ein Lee Sin jetzt in die Backline geflogen kommt oder da so ein Syndra-Ultimate auf sie zurasselt, dann hat sie keine Option mehr, sich selber zu peelen. Fairerweise hat sie aber auch mit Galio und mit Nautilus normalerweise Champions, die ihr viel Freiraum verschaffen können über ihren CC und über ihren eigenen Lebenspunktepool. Den man jetzt hier vielleicht für den 3Z gehen, der hat gerade keine Wutbar zur Verfügung. Rocky geht da hinterher und jetzt kommen hier Leute und auch Pop zur Verfügung. Zack, da ist der Kataklysmus. Pop snackt sich hier den Kill. Sieht man ja immer wieder, dass die Supporter dann einen sehr kräftigen Ankerarm haben mit dem netten Nautilus. Und das sollte der zweite Meeresdrake für Mega sein. Finde ich aber hier sehr konsequent von Hongkong Attitude. Also tatsächlich so die erste Rotation, die mir richtig gut gefällt. Sie sehen, okay, Nah wird unten sterben, wir können ihn nicht mehr retten. Von drei Leuten einfach weggedived, also versuchen wir zumindest den Tier 1 zum oben zu holen. Dabei dürfen sie jetzt bloß nicht vernachlässigen, dass ihre Mitte auch dabei ist, eingerissen zu werden. Also hier hätte man sich vielleicht ein bisschen schneller auch, noch aufteilen sollen. Akali pusht ja den T2-Turm rein. Der ist, glaube ich, Half-Life geworden. Da hat man sich vielleicht ein bisschen verkalkuliert, der Drache ja auch noch nicht da. Vielleicht verliert man sogar den T1-Turm in der Mitte und den T2-Turm. Das wäre bitter. Aber ich meine, das lässt sich eh nicht mehr verhindern. Dass sie wenigstens einen Turret dafür bekommen, ist vollkommen in Ordnung. Da ist einfach der Fehler von Nah, dass er ein bisschen zu aggressiv steht und abgeholt wird. Ja. Am Ende also zwei Türme down. Man zieht sich jetzt auch oben zurück, wird da die Minions reinlaufen lassen. Der zweite Meeresdrache fällt jetzt. Wäre natürlich sehr schön für Mega, wenn sie vielleicht auch mal die Möglichkeit hätten, ebenfalls einen Höllendrake zu bekommen, rein scaling-technisch für spätere Spiele, aber es soll noch ein dritter Meeresdrake werden. Und man muss auch sagen, drei Meeresdrachen im späteren Spiel tun halt saumäßig weh von der Regeneration. Ja, aber ich finde die eher immer traurig, muss ich sagen. Echt? Also, ja, so viel Lady Phase gar nicht ist schlecht. Geil. Das Problem ist bei den Meeresdrachen einfach, dass sie im Fight für dich komplett irrelevant sind, dass sie halt bloß außerhalb des Fights funktionieren und die Regeneration geben. Was natürlich für Poke- und Siege-Kombos ganz geil ist, aber das ist hier eine klare All-In-Kombo von Mega. Und da ist die Regeneration für dich komplett belanglos. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn sowas auf einem Ezreal landet oder so, da ist es halt wieder relativ tricky. Ja, da kannst du nur Ocean Race gut verwerten, weil sie dir ja nicht nur Leben, sondern auch Mana zur Verfügung stellen. Die Regeneration wird ja immer in Abhängigkeit von deinen fehlenden Ressourcen dort gewährt. Aber nur außerhalb des Kampfes. Ja, die Träne von Ezreal inzwischen ja auch endlich, kann man fast sagen, voll. Geht hier Richtung das Item. Ja, war ein sehr spätes Träne. Normalerweise ist es, sagt man schon, so Minute 21 ist schon spät, aber dadurch, dass er erst das Sheen gekauft hat, wäre so Minute 21, 20 ja auch ganz okay gewesen. Minute 23 dagegen. Tut ein bisschen weh, vor allem weil Xayah jetzt hier ja schon 3 Items Power Spike hat. Also sie hat jetzt ihre Rapid Fire Cannon schon fertig. Ja, fairerweise hat sie auch ein bisschen mehr Gold. 2 Kills plus der Farmvorsprung, die spielen da gut mit rein. Also selber jetzt Richtung Blade unterwegs, dafür noch 700 Gold Kombinationskosten. Ohne Blade sollte man sich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen zurückhalten. Grundsätzlich hat Mega aber viel mehr Pressure auf der Map, nicht zuletzt auch durch die Türme, die sie bereits genommen haben. Und durch diese fehlenden Türme wird der Nashor jetzt natürlich ein gutes Druckutensil. Den einfach jetzt zu nutzen, um immer wieder die Vision zu clearen, die Gegner so ein bisschen aggressiver an sich reinzuzwingen, ist gar nicht so verkehrt. Ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen, oder sollte, Inbegriff des Playstyles von Mega werden. Ja. Interessant wird es eben auch, wie weit kann Gnar hier Rocky
im Zaun halten. Also bisher läuft es ja nicht ganz so gut. Akali ziemlich gut dabei, hat hier 40 Minions mehr. Und hat halt auch immer wieder die Push-Prio dadurch. Und dadurch, das ist der Goldunterschied. Das sind ja 40 Minions mehr, aber es sind 2000 Gold. Das ist fast ein ganzes Item-Unterschied. Das sind ja auch noch die Türme, ne? Aber klar, absolut. Das ist halt echt unangenehm. Ich weiß gar nicht, für welches Item-Bild hat Ganali eigentlich entschieden. Ich glaube, für das Klassische, ne? Wollen wir gleich sehen. Ich denke auch, dass es hier eher klassisch ist. Sah zumindest vom Lebenspunkte-Pool her so aus. Ja. Dann geht sogar noch über Frozen Mallet hinterher. Mercury Boots sollen ihm da zumindest diese Grundmagieressenz zur Verfügung stellen. Und die erste Ultimate tut schon weh. Also hier einmal kurz Xayah wirklich gestriffen, ganz knapp. Und trotzdem Hälfte Leben abgezogen. Ja, bisher. Aber ein sehr ruhiges Spiel. Also ich finde es eins der ruhigeren Spiele, die wir bisher überhaupt in der Play-In-Phase hatten. Erst 6 Kills, Minute 26. Das ist ja wirklich eher schon so LCK, sage ich mal. Oder auch sehr vorsichtig gespielt wird, sehr viel über Rotation gespielt und man tradet eher Objekte als Kills. Ja, ich glaube, das kommt aber auch irgendwo dadurch, dass alle Teams in der Gruppe halt wirklich gleich auf sind. Mhm. Und dass halt jeder Fehler und jeder Win jetzt eigentlich zählt. Jedes Game, das du abgibst, kann das Game sein, was dich komplett rauswirft und dir einfach jedwige Chancen auf Worlds dort absolut wegnimmt. Also man muss es wirklich nochmal betonen, in dieser Gruppe ist jedes Spiel gerade ein Todesspiel. Natürlich hat man immer nochmal noch ein zweites Spiel und kann damit sich zumindest vielleicht auf ein 2-2 setzen, dass man noch einen Tiebreaker erreichen kann, aber jeder Win ist halt. Das ist so gut von mir. Jedes Spiel ist ein Todesspiel. Man kann sich natürlich nochmal zurückarbeiten, aber jedes Spiel ja, ist es ein ist Todesspiel. Ja, schon so. Aber du hast schon recht. Also die Spiele sind auf jeden Fall sehr gewichtig. Ja, ich glaube auch im Late Game draußen hin ist für Mega doch ein bisschen Vorteil geboten. Na, eine Syndra im Late Game hat hier, glaube ich, Schwierigkeiten ranzukommen. Also die effektiven Ziele, die du hast. Wahrscheinlich ist sogar Akali das lukrativste Ziel für sie. Normalerweise würdest du Xayah rausnehmen, aber die kann sich selber zu gut peelen. Oh, das ist eine Konzentration. Oh, toll, ziemlich low. Aber jetzt kommt die Galio. Teleport ebenfalls hinterher. Man überlebt das 3 Jahre. Ist tanky ohne Ende. Zack. Man hat noch die Ulti. Oh! Und man bekommt den Lee Sinra. Flash mal rein. Man will die Xayah haben. Aber jetzt ist man mittendrin. Akali bedient sie. Haben wie viel? Zack. Einmal gesnackt. Und G4, der steht da. Der ist ein Fleischkoloss. Der ist da mittendrin. Tanky ohne Ende. Muss er jetzt aber raus. Gnalt in der Ulti. Ultimate Stopwatch wird nochmal eingesetzt. Rocky und Pop, jetzt nochmal in der Nähe. Wunderschöner Hook. Oh, da muss man nochmal hinterher. Akali snackt sich Ezreal. Pop, der AD Carry ist down und damit ein viel besserer Trade für Mega. Und da musst du ja überlegen, sie wurden engaged, sie waren out of position und sie drehen das Ganze hier nochmal um. Also exzellent gespielt von ihnen, aber der Anker, also der war halt wirklich, holy shit, war der gut gesetzt. Zwischen allen hindurch manövriert, richtig schön zwischen die Augen gesniped und einen Anker zwischen die Augen, den willst du auf jeden Fall nicht haben. Er ist wieder mal rausgefischt und Akali perfekt mit der Markierung da reingesetzt. Ja, ihr seht schon, man ist zum Anfang so ein bisschen zu zweit unterwegs, was nicht unbedingt gut ist. Iceborne Gott trifft, SW Ultimate trifft, die Ul dadurch super, super low, kann bis rauslaufen, die anderen müssen den peelen, vollkommen richtig, Jarvan, der geht erstmal rein. Dann kann man mit Galio viel Zeit gewinnen, schöne Ultimate nochmal von die Ul, der dadurch die Sinn zumindest rausnehmen kann. Und dadurch muss man nochmal auf ihn flashen in der Backline, was letzten Endes für Syndra nicht gut ausgeht. So bis hierhin war es vollkommen fein. Schön wieder rumgedreht über die Galio Ultimate und über Jarvan, der sich reingelegt hat. Dann denkt sich G4 erstmal, okay, ich habe kein Team mehr in der Nähe, ich muss mal das Stopwatch nutzen. Super gemacht. Und der Anker hier, der ist super gut. Genau SU erwischt, ist natürlich auch so ein bisschen verkauft. Rakan steppt zur Seite. Aber das halt mit dem Anker, die Markierung von Akali, die da nochmal sitzt und sie ihn dadurch abholen kann, ist perfekt. Auf jeden Fall. Wunderschöner Play hier von Mega. Muss man Pop wirklich nochmal hervorheben. Rabadon ist jetzt ebenfalls gleich fertig auf Rocky und das tut auch nochmal weh. Er hat jetzt hier einen 2-Item-Power-Spike. Sobald das Ding fertig ist, geht er halt richtig durch. Da fehlt eigentlich noch der Lernstab. Und Baron Tanz könnte langsam angefangen werden. Der Drache wird gerade nochmal nebenbei von der Xayah eingesammelt. Das ist wie gesagt der dritte Meeresdrake. Das ist natürlich absolut recht, dass man die Werte nur passiv außerhalb vom Fight generieren kann. Aber natürlich kannst du dadurch besser belagern. Also gerade kannst du dir mal zurückziehen, musst nicht unbedingt backporten. Ja, ich glaube, so der wichtigste Faktor an dem Drake ist, dass er den Elder Drake einfach verstärkt. Ja. Also hinsichtlich des Elder Drakes ist er mehr Schaden für dich. Ansonsten macht er nochmal Platz für den nächsten Drachen, der jetzt auch nicht unbedingt so lecker aussieht. Ja, leider. Ne? Also wir hatten einen richtig guten Drake namens Höllendrake. Fairerweise hätte Mega aber auch diesen Drachen bekommen können. Ja, eben. Also den haben sie da so ein bisschen freiwillig aufgegeben. Was dann natürlich jetzt nachträglich noch mal ein bisschen ärgerlicher wirkt. Ja, aber ich denke trotzdem, dass das im Late Game raus diese 10% nicht einen riesen Unterschied machen. Dafür ist einfach Megas Teamkombo zu gut aufgestellt. Mhm. Oh, Akali jetzt sogar mit Deathcap unterwegs. Ich muss halt auch sagen, ich finde halt auch eine Syndra fällt halt ziemlich rapide ab im späteren Spiel. Klar, sie hat immer diesen Burst-Faktor drin, aber Jarvan ist zu tanky in der Frontline. An Xayah kommst du nicht ran, sie hat Outplay-Potenzial mit ihrer Ultimate und Akali springt ja halt immer um die Ecke.
Oh, Nash wurde gestartet, wurde ja auch gespottet. Ja. Den sollte man auf jeden Fall nicht durchziehen. Nee, Leute, ist auch schon Half-Life, man sollte sich hier wieder zurückziehen. Ich finde dieses Syndra-Thema ehrlich gesagt immer ganz interessant, weil ich finde Syndra gar nicht so schlecht, wie die meisten immer so einen Eindruck von ihr haben im Late-Game. Viele vergessen auch immer, dass sie, vor allem Competitive gesehen, ja gar nicht für diese Burst-Kombos geht, sondern dass du ja mit Syndra ganz oft versuchst, einfach deine Ultimate als Eröffnung zu nutzen und danach mit dem Skill of the Week halt einen Multiple-Stun zu treffen. Dass du wirklich mehrere Ziele auf einmal betäuben kannst. Das finde ich so ein Faktor, den man im Late-Game nicht vernachlässigen darf. Schaden ist halt nicht immer alles. Und der kommt dann so ein bisschen über die QW-Kombo noch zustande. Ja. Mittlerweile hat sie auch ganz gutes Scaling. Vor allen Dingen die Abänderung auf dem Q jetzt nochmal, dass sie da... War das sogar der letzte Patch, auf den sie es bekommen hat? Oder war es der 19er Patch? Ich glaube, es war der 19er Patch. Ja. Oder war es der 18er Patch, auf den sie es bekommen hat? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat sie den Buff nochmal bekommen, der ihr bei 5 Punkten in den Q nochmal mehr Damage drauf gibt. Das war gar nicht so wenig. Ich glaube 10% sogar insgesamt. Halleluja. Also da ist sie damage-technisch immer noch ganz gut dabei, aber grundlegend, klar, hat sie halt ein sehr kleines Areal für gewöhnlich, das sie als Schadensquelle oder als Schadensareal für sich beansprucht. QSS jetzt auch nochmal gekauft von Doyle, will sich dann selber noch weiter self-peelen können. Hat der aber auch schon recht lange seine 3 Items, ne? Also da müsste demnächst auch das nächste folgen. Ezreal inzwischen ja auch seinen 3. hat das Blade nochmal vervollständigt. Also man sollte den Ezreal nicht unterschätzen. Er kann sehr viel Damage machen, wenn er in der richtigen Position. Und das ist immer so ein bisschen kritisch bei einem Ezreal, weil du musst in der Position sein, oh, die Watch Fähigkeiten zu treffen. Und jetzt sieht man das Ganze natürlich genau. Hätte Teleport rotiert, aber erstmal so dazu, man will das Ganze abbrechen. Da ist kein Bergdrache im Spiel und das weiß man auch. Oh, der hoch, der trifft hier. Kazing muss dann nochmal, Kazing sage ich schon, er muss da auf jeden Fall raus. Teleport jetzt da, aber Leute ist down, der Jungler, den hat's erwischt. Guardio holt nochmal hinterher. Aber Xayah immer noch in einer guten Position, doch der steht da 3 Jahre lang. Kaiwing jetzt hinterher und jetzt geht die Ultimate raus. Aber man kann sie nicht mehr richtig gut einsetzen. Rocky down, Xayah down. Und damit kann man das Ganze nicht mehr, vielleicht sogar Ace, nur noch G4, rennt hier um sein Leben. Oh, der Dash vielleicht nicht in die beste Richtung, Protoblade auch nochmal. Da ist noch der T1-Turm, Torn geht raus. Aber G4 wird hier einfach getowerdive, muss hier sogar nochmal flashen, die Sinn hinterher. Boom, Ace für Hong Kong Attitude und das muss der Baron sein. Vor allem so schade, die Ul, der ultet einfach in die falsche Richtung. Wenn er die Federn in die richtige Richtung legt, dann kann der ganze Teamfeld vielleicht dadurch geturnt werden. War natürlich auch nicht die perfekte Ausgangssituation. Man hat so ein bisschen die Buff vom Nature, glaube ich, sogar noch drauf gehabt, dass es losgeht. Jarvan versucht, die Syndra einfach festzuhalten, wird dafür aber sofort exekutiert. Und dann kommt ein Guy Ultimate hinterher, was einfach mit einem Stunden da ist, oder mit der Stopwatch in dem Fall noch, von Syndra überbrückt wird. Also da hat man nicht gut kommuniziert, in welche Richtung soll es gehen. Bei Mega ist da so ein bisschen der Team halt auseinandergebrochen. Ja, leider, weil man viel zu gesplittet auch Leute, dass der da so früh gestorben ist. Das ist Debuff. Erstmal alles auf Rakan, Anker ist draußen, Tiefenladung, nicht wirklich relevant. Jarvan geht halt in die Ecke. Alleine auf Syndra, kein direkten Follow-up, wird dadurch sofort abgeholt. Syndra gewinnt dann genug Zeit. Und jetzt die Xayah Ultimate ist ein bisschen sehr gepanickt, man weiß, dass nahe groß wird. Da jetzt in die richtige Richtung zu ulten und die Federn nicht nach hinten zu packen, sondern nach vorne, einen perfekten Punkt, wo alle 4 Leute geburstet und gesnared werden, hätte so einen dicken Unterschied machen können. Aber in dem Fall hat man es einfach hart displayed und dadurch einen riesen Vorteil für Hong Kong Attitude. Warum Galio quasi gerade nicht nach unten rausgedasht ist, war der Grund, dass die Sinn sehr, sehr dicht hinter ihm war. Wenn er jetzt zum Beispiel versucht hätte, nach unten rauszudashen, hat er immer diese Ausholbewegung, dann läuft die Sinn einfach in ihn rein, der wird geblockt. Das war, glaube ich, der Grund, dass er sich hier für einen echt etwas extravaganten Weg entschieden hat. Na, am Ende hat man ihn ja auch noch bekommen, war ein glattes Ace. Jetzt hat man den Baron noch 2,5 Minuten gegen sich. Damit sollte man jetzt einiges an Towern bekommen. Man hat ja erst einen einzigen. Das ist ja festgefrorenes Gold. Gold ist jetzt auch ausgeglichen durch diese Szene gerade und damit kann man sich jetzt in eine super gute Position bringen. Schade, Mega sah bis dahin sehr solide aus, hat aber jetzt hier, glaube ich, gerade ziemlich hart das Game an die Wand geschmissen. Ah ja, es ist noch nicht ganz weg, muss man auch dazu sagen. Nicht. Aber ihr Vorteil beruht halt vor allen Dingen auf temporärem Gold in Sachen Türmen. Und die Türme werden mit dem Nasher zusammen wahrscheinlich jetzt relativ schnell wegpurzeln. Ja. Ich meine, klar ist auch, dass der Baron dadurch nicht super effektiv sein wird, weil man erstmal durch diese ganze Tier-1-Reihe durch muss. Aber man merkt auch Slow-Push-Topside vorbereitet, da kann man auch gleich in rotieren. Das muss jemand annehmen normalerweise. Midlane-Turm wird jetzt fallen. Nochmal Bonus-Raum für Hong Kong Attitude, wirklich auch in die Tiefe der Map zu gehen von Mega. Ja, ein Team, falls sie zu knechten. Ja, wir sehen es auch im Goldvorteil. Ne? Man war 4.300 Gold vorne, ein Fight, bumm, weg, auf einmal 2.000 Gold hinten. Ja, so schnell kann es gehen, aber so eine Fehler darf man sich eben nicht erlauben. Und da sind wir auch fair, in dem Teamfight sehr, sehr viel auch einfach missplayed worden. Richtig. Und vorher waren sie ja eher diejenigen, die immer outplayed haben und das Ganze immer umgedreht haben. Diesmal war es eben nicht so. Trotz allem, solange da noch kein Ende offen ist. Die Sinn soll hier gecatcht werden so ein bisschen, aber ich glaube, man lässt sich nicht ganz auf den Fight ein. Crash kommt er sich heraus, hat sich auch gerade noch mal ein GA gekauft, kann sich dadurch auch ein bisschen risikoreichere Plays erlauben. Das war gerade, glaube ich, gerade auch noch mal so ein Spectator-Bug, weil es einfach so aussah, als ob die Sinn auf der Stelle gestanden hat, aber ich glaube, er wurde einfach vom Lock abgetroffen. T2 auch dann, sogar der T3-Turm unten wird jetzt belagert.
Rocky verliert hier witzigerweise auch gerade das 1 gegen 1. Ja, jetzt sind wir halt beim Thema. Lebenspunkte sind gestackt beinahe. Und das war ja das, was ich vorhin auch so mit der Sideline meinte, dass man eventuell sogar überlegen kann, Richtung Wood's End noch zu gehen. In dem Fall ist es kein Wood's End, aber ein Hextrinker. Er hat genug Lebenspunkte, er hat jetzt Magieresistenzen. Akali wird ihn nicht mehr an die Knie zwingen. Die kriegen mit diesen Baron halt 6 Türme bisher schon in einem Rutsch. Und 40 Sekunden haben die noch. Vielleicht kriegen sie sogar noch mehr raus. Topside wird vielleicht alleine fighten. Da kommt langsam die Minion Wave. Die gestackte Mitte geht anscheinend auch dann. Aber jetzt will man den Engage suchen. Galio kommt nochmal mit der Ultimate hinterher. Aber jetzt ist man da ganz alleine drin. Muss sich zurückziehen. Hat man mehr Zeit bekommen. Aber wichtige Ultimates musste man dafür einsetzen. Ja, ein Flash für 2 Ultimates ist, glaube ich, mit dem Nash zusammen sehr, sehr gut sogar für Hongkong Attitude. Den Trade nehmen die dankbar an. Aber jetzt gibt es eigentlich keine Möglichkeit, sie mehr zu eröffnen. Also dafür muss Galio für eine krasse Combo gehen und niemand müsste ihn respektieren. Flash Taunt kann er nicht mehr machen. So, weil er auch sein Flash gar nicht zur Verfügung hat. Ja, Inhib. Schon mal down. Rocky will es da unten jetzt wissen. Geht da rein in der Mitte ebenfalls. Aber da sieht er vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Man ist da mitten im Gewühl. Boom, Syndra down. Aber jetzt ist der Lee Sinra. Der springt da nochmal unter den Turm. Pop, ist tot. Und auch der nächste. Kommt der G4 da nochmal weg, ist die Frage. Ja, er rennt. Der Steinkoloss überlebt das Ganze. Und jetzt sollte dieser T3-Turm aber immer noch fallen. Man hat ja keine Minions, hat aber das Tempo auf seiner Seite. Und damit bekommt man durch diesen Killtrade am Ende gar nichts raus. Schade, das sah für Hongkong Attitude erst richtig gut aus. Rakan ist auf die Backline gedasht, hat die Ul mit in seine Combo genommen und direkt einen Stunt von Syndra kam hinterher in die Backline, wodurch die Ul eigentlich kein nennenswerter Faktor mal war. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, wenn du Galio disrespectest und alle versuchen in die Backline zu kommen, naja gut, dann stellt er sich einfach dazwischen und tauntet einfach alle weg. Ja. Da war er auf jeden Fall ein sehr gut gegebener Peel-Faktor. Drache wird auch nochmal eingesammelt. Der 2. Wolkendrache für Hongkong Attitude. Sind dadurch ein bisschen schneller unterwegs. Das muss einfach bloß auf die Uhr achten. Rakan wartet hier auf seine Engage-Möglichkeit. Zack, dasht einfach die Backline durch. Und jetzt kommt direkt nochmal der Stun hinterher von Syndra. Und er steht da mit 3. Lebenspunkt, kann nichts mehr machen. Aber Galio hat einfach 3 Leute im Torn. Die Kombo sitzt dann schon ziemlich gut. Und da können sie auch nicht schnell genug bursten. Der Kick dafür umso besser. Ein Tank durch 2 Leute durchzukicken funktioniert ziemlich gut. Auch wenn man im Endeffekt den JA dafür nochmal verliert. Da kommt man mal bei Lee Sin so ein bisschen zum Tragen, dass er zwar kein richtig geiles internes Scaling hat, aber er verwertet quasi die Lebenspunkte seines Ziels, dass er kickt nochmal als Schaden gegen die Gegner. Das tut halt ziemlich weh. So, Krabbe! Vielleicht sogar die letzte im Spiel, wer weiß, wird hier nochmal eingesammelt von Crash, der bisher ein sehr solides Spiel macht. Sehr schöne Lee Sin-Momente dabei gewesen, auch wenn er hier 4-3-3 steht. Ja, wie will Mega sich hier nochmal zurückkämpfen? Der Elder Drake wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber sie haben eben jetzt eine offene Base, also eine Nip Down, gerade der auf der Sideline, Baron spawnt hier wieder in 50 Sekunden. Das heißt, du musst das irgendwie beantworten können, kannst vielleicht erstmal den Teleport von Rocky ziehen und dann für den Nash-Play gehen auf der Seite von Hongkong. Aber Akali auch schon mit Super-Vasallen beschäftigt zu lassen, ist halt mega eklig. Da ist eventuell eine bessere Option, ja, den Ali-Carry hinzuschicken, der hat aber noch kein Teleport wieder zur Verfügung. Ich meine, jetzt geht's gerade noch, da dauert es noch ein bisschen, bis der Nash spawnt. Ja, es sollte vom Timing hinhauen. Und Nexaya kriegt das natürlich sehr schnell gemanagt. Ja, glücklicherweise. Akali müsste sich da erstmal 1 Million Jahre abmühen, um da so eine Wave rauszupushen. Was ist tödlicher, diese kleinen Messerchen oder die Feder? Grundlegend ist ja für die Ula auch alles noch drin. Er hat 452 CS, er ist Fullbuild, hat Ninja Tabis mit dabei. Er ist Nexaya, einer der best Late-Game skalierenden Champions. Aber auf ihm lastet jetzt auch so ein bisschen das Gewicht seines Teams. Im Endeffekt, Galio, ja, ist für ein Full-AP-Build gegangen, aber so viel merken tut man davon nicht. Sind wir mal ehrlich, also der AP-Schaden, der bleibt da auf der Strecke. Jarvan ist ein Full-Tank. Akali hat als Assassin in solchen Teamfights immer sehr, sehr schwierig. Sie darf da kommt Leute, wer das Ganze flankiert, Teleport ebenfalls raus und am Kill an den Ezreal, aber der Damage ist viel zu hoch. Jarvan schon down, jetzt geht der Fight erst richtig los. Och, Akali verabschiedet sich und einfach weggeburst und Ezreal, der lebt halt immer noch. Du kommst nicht an ihn ran und er wird wieder aufgeräumt. Das riecht nach dem nächsten Ace Crash. Geht da nochmal rein, zack, man will nochmal Zeit erkaufen, weil Leute sagt, yay, ich bin Prinz, verkaufe mich hier auch nochmal für Gold. Zack, das war's. Also das sah jetzt tatsächlich am Teamfight aus, der überhaupt nicht richtig durchdacht und überhaupt nicht geplant war. Auf Jarvan kommt kein Galio-Ult, Follow-up, weil Galio einfach in der CC-Range der Gegner steht. Akali geht in die Backline, wird von Syndra gewonshottet in einer Rotation. Also auch das hat nicht funktioniert. Vor allem geht es ja auf Syndra statt auf SU. Also da die letzten 2 Teamfights katastrophal von Mega gespielt. Aber und Hongkong Attitude damit schön zurück ins Game gespielt. Ich muss auch sagen, Hongkong Attitude hat es am Ende nochmal richtig schön rumgedreht. Das Early, das Midgame, das sah nicht ganz sauber aus. Da hat Mega eine schöne Performance abgezogen, aber jetzt stehen sie 2-1. Sie haben noch ein Spiel, sie haben es selber in der Hand, den Gruppensieg klar zu machen in ihrem nächsten Spiel später. Und für Mega
geht so ein bisschen jetzt um den zweiten Platz. Auch sie natürlich haben es noch selber in der Hand, für den zweiten Spot sich fertig zu machen. Müssen nachher eben noch eine Runde machen. Und auch dann können sie noch 2-2 hier aus der Gruppe rausgehen. Erst einmal aber eine super schöne Ausgangslage für den vermeintlichen Favoriten der Gruppe mit Hong Kong Attitude, die gerade um diese Barons herum so schön gespielt haben. Auch die Azuri, der am Ende Fullbild war, immer wieder seinen Schaden rausbekommen hat, sicher war, rausgeflasht ist, rausgedasht ist. Und du hast es nicht geschafft, ihn wirklich klein zu kriegen. Tja, ich sage, Azuri ist ein super guter Pick. Gefällt mir aktuell richtig gut. Sollte öfter gespielt werden. Nein, Spaß beiseite. Also Azuri war jetzt für mich auch nicht der Faktor, der es halt alleine entschieden hat. Es war ein gutes Teamplay. Es waren zwei Teamfights, die einfach misplayed wurden, wo man halt individuell hier und da Fehler gemacht hat und dann für diese Fehler auch sehr, sehr schnell sogar gepunished wurde. Ein bisschen schade, muss ich sagen, weil Mega halt dieses Early sehr gut rausgespielt hat. Ich finde so makrotechnisch war es auf beiden Seiten jetzt nicht unbedingt clean. Man hat mehr mit den Teleports arbeiten können, ein bisschen mehr mit dem Tempo arbeiten können, hat auch sehr, sehr wenig Crossmap-mäßig immer versucht zu traden oder auch eher ungünstig getradet, was ich normalerweise halt nicht so gerne sehe. Aber naja, man muss auch sagen, es ist das erste Game jetzt von den Teams heute gewesen. Manchmal ist es auch so, die Teams müssen erst wach werden, müssen halt erstmal ihr Aufwärmgame gespielt haben. Und letzten Endes, oh, die Teamfights waren dann die letzten Meilen von Hong Kong Attitude halt viel besser gespielt. Ja. Vor allem, weil sie wurden halt sogar engaged. Ne? Auf jeden Fall, ich fand es halt interessant, wie man immer wieder versucht hat, Azuri am Ende zu catchen. Du hast alle Ressourcen darauf verbrannt. Jarvan mit dem Flank quasi, Akali-Teleport. Am Ende werden halt beide quasi rausgeballert, nur durch Syndra. Also da hatte Akali nichts zu melden. Die hatte, glaube ich, keine einzige richtige Fähigkeit rausbekommen. Jarvan musste auch wieder zurück. Dadurch hat es halt direkt ein Teamfight im 3 gegen 5. Ne? Und das war ja quasi im Fight davor auch schon ähnlich. Und ich glaube, da hat man sich so ein bisschen vielleicht zu sehr versteift, auf so eine Flankierung zu gehen, anstatt den Teamfight vielleicht solide auszuspielen. Du hast ja eine Xayah, da hättest du dich auch selber drauf verlassen können. Ich würde vor allen Dingen nochmal gerne den letzten Replay sehen von den Teamfights. Ja. Und ich denke, wir schauen auch direkt mal rein, was so an Replays hängen geblieben ist. Da waren natürlich auch early so ein paar Sachen mit dabei. Hier auch wunderbar gemacht. Na, erstmal zweimal gesidestep, trotzdem abgeholt worden. Aber auch da sehen wir wieder, so Rocky hätte hier auch locker lebend rauskommen können, wenn das eben nicht misplayed. Ich finde, das war halt eine krass individuelle Sache in dem Game. Also, cool, starke Lanes gespielt. Also ich mochte den Draft auch sehr, sehr gerne von Mega, aber im Endeffekt reicht es nicht ganz aus. Hier nochmal ein schöner Teamfight von ihm, mit Lloyd, gut mit der Stopwatch hier Zeit rausgeholt. Danach von hinten Xayah aufgeräumt, weil sie wenig bedroht wurde. Und damit zumindest hier und da so kleine Turns, die sie geschafft haben. Es ging ja auch bis zum Midgame perfekt, aber dieser Nasher, der Nasher war der Genickbruch. Der Teamfight war es einfach, der es weggeworfen hat. Mal auch hier, so, da wurden sie engaged, es sah erst richtig schlecht für sie aus, aber da haben sie das erste Mal so richtig geschafft, diese Jarvan-Galio-Kombo zum Zone auszunutzen und damit genug Zeit zu gewinnen, dass Xayah noch zumindest ein bisschen arbeiten kann, nachdem sie eigentlich out of position war. Absolut, also ich fand es auch sehr schön, wie Hong Kong am Ende sie noch bestrafen konnte. Oh, das ist jetzt ja auch, der Anker ist ja Zucker, ne? Ja, aber da würde ich sagen, das war halt nochmal ein schöner Turnaround. Und klack, so. Mich treffen solche Anker auch immer, muss ich dazu sagen. Aber im Leben ist die Hitbox von Nautilus nicht clean. Aber genau in diesem Moment fing es ja an, dass man das Game so ein bisschen weggeworfen hat. Weil hier hat so die Überzeit und bis zum ersten Mal für den Baron rotiert. Das hast du nicht bekommen. Ja, und das war hier quasi dann der entscheidende Teamfight, wo das Game erstmal gekippt ist. Bis dahin waren sie 4.000, 5.000 Gold vorne. Da sind sie komplett auseinandergebrochen. Zwei Ultimates nach rechts verwendet, zwei Ultimates nach links verwendet, damit nichts bekommen. Alle Ultimates ins Leere verschossen, alle Ressourcen verschwendet. Und dann wurden sie komplett von Hong Kong Attitude auseinandergenommen. Die hatten es deutlich einfacher und ich habe ja vorhin witzigerweise im Cast noch kurz angesprochen, Akali ist im Teamfight ein sehr schwer zu spielender Champion und sie hat tatsächlich in den Teamfights auch nicht wirklich gut performt, wurde jedes Mal direkt rausgenommen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob Syndra für sie da einfach das beste Fokus-Target war, vor allem im letzten Teamfight. Ja. Ich hätte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Pressure von Jarvan gewünscht im Early Game, also da wurde er ganz schön outperformed von Lee Sin. Okay. Ja, da haben wir sogar mal den Spielereinblick. Okay, ich glaube, Toya oder so ähnlich heißt Turm. Zumindest habe ich rausgeholt. Jetzt achte mal auf den Teleport in der Backline. Das finde ich auch so entscheidend, dass Akali nicht für Ezreal geht, sondern für Syndra. Sie wird einfach geultet und wird einfach geone-shottet. Wenn sie da für Ezreal geht, hat man vielleicht einen sicheren Kill auf Ezreal und kann danach zusammen um Syndra herumspielen. Aber so ist sie einfach komplett for free gestorben, hat nicht eine Combo richtig durchbekommen. Ja, und im Endeffekt ist der Teamfight komplett auf verlorenen Posten und danach das Game auch verloren. Ja, also das war leider nicht ganz sauber gespielt, muss man sagen. Trotzdem, finde ich, hat man ansatzweise auch gesehen, dass Mega sehr solide spielen kann, sehr ruhig bedacht spielen kann, konsequent auch für die Objekte gehen könnte. Es ist eine knappe Gruppe. Ich fand jetzt nicht, dass Hongkong
sehr dominierend gewonnen hat. Auch hier muss man sagen, vielleicht verlieren sie ihr letztes Spiel und am Ende gehen alle 2-2 aus der Gruppe. Das kann passieren. Ich meine, das Hinspiel haben sie ja auch gewonnen gegen Mega und Mega hat dann aber gegen, ich glaube, Loki ist das dritte Team in der Gruppe gewonnen und dadurch standen ja alle 1-1 und mal schauen, wie das am Ende des Tages dann aussieht. Muss ich sagen, bin ich voll und ganz bei dir. Also wenn ich die Games so sehe, wie ich sie jetzt gerade gesehen habe, dann kann das Game auch genauso gut andersrum ausgehen. Also die Teams sind in der Gruppe wirklich sehr dicht beieinander und das wird halt für den, der rausfliegt, wird das für immer so ein Moment bleiben von wegen, hey, wir hatten eine Gruppe, wir konnten das schaffen und wir haben es halt einfach verschissen. Ich meine, es kommt noch die Knockout-Stage, aber man will natürlich erstmal in diese Knockout-Stage auch reinkommen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass mir die anderen Gruppen zum Teil gerade mit dem ersten, zweiten Platz ein bisschen besser gefallen als in Gruppe C. Stimmt schon. Aber vielleicht kommt da ja noch so ein bisschen was. Das ist ja auch bei manchen Teams so, wenn sie erstmal den Druck haben und der dann von hinten kommt, wo man halt genau weiß, okay, wenn wir jetzt verlieren, dann ist vorbei. Ja. Dann können auch manche Spieler so ein bisschen mehr arbeiten. Das ist ja bei uns, also bei mir ist es zumindest ganz genauso. Ist halt, Hausaufgaben ist, glaube ich, so das beste Beispiel. Ne? Wenn du 2 Wochen Zeit hast, denkst du dir, ach, so einen Tag vorher und am besten so um 24 Uhr, wenn du morgens um 6 Uhr raus musst, oh scheiße, ich muss meinen Vortrag doch fertig machen. So, ich kann halt unter Druck auch besser arbeiten, so geht es sicherlich einigen Spielern auch. Ja, wir haben als nächstes, wenn wir nochmal auf den Tagesplan schauen, die Partie vor uns, Damwon gegen Flamengo, wenn mich nicht alles täuscht, also genau, Damwon gegen Flamengo, wo jetzt eventuell schon mal so ein bisschen die Vorentscheidung gefällt werden kann. Wenn Damwon gewinnt, sind sie safe Erster in der Gruppe. Ja. Wenn Flamengo gewinnt, haben sie immer noch eine Möglichkeit auf den Ersten. Vor allem, wenn Flamengo gewinnt, ist safe, dass Royal Youth draußen ist. Richtig. Das wird nochmal ganz interessant. Wie gesagt, sie hätten es dann selber in der Hand, nochmal über einen Tiebreaker den ersten Platz auch sicher zu machen, je nachdem, wie dann das letzte Spiel ausgeht. Dennoch, Damwon Gaming für mich der absolute Top-Favorit, auch gleich in der nächsten Begegnung. Sie zeigen einfach, dass sie spielerisch, nicht unbedingt auch nur individuell, aber eben auch von der Teamkoordination das am weitesten Team sind in der Gruppe. Ich weiß gar nicht, haben wir noch ein Interview? Ich frage mal kurz an die Regie. Okay, wir haben noch ein Interview. Dann hören wir mal kurz das Interview mit rein. Hi guys, Loch here, joined by Unified after the victory against Mega here. Thank you very much for joining me. You were not playing against Mega last time, but it looks like you are the starting player for today. So what do you bring to the table compared to M&M? 上一次对上 Mega 的时候，其实是由 M&M 来先发。那今天是由你来先发，你可以跟我们讲一下，你跟 M&M 的比较上来讲的话，你为这支队伍多带了一些什么？可能多一些 call 跟经验比较多吧。 I think I bring more shot calling and experience to the table. All right, it looks like it's efficient for you guys. Even then, we had the same scenario as last time, difficult early game and then popping off to the mid and late game. What makes you guys look weaker in the early game? 这一把好像跟上一把对上 Mega 的时候剧情非常非常的类似哦，就你们前期很艰困，然后到中后期的时候才有办法反扑。那可以跟我们讲一下你们前期可能是发生一些什么问题吗？可能有些比较多的失误吧。 就是因为我们阵容也是偏中后期的，所以前面失误就慢慢打，然后后面就慢慢有我们的那个阵容的优势这样。I think it's mainly down to mistakes. Our composition is more for the mid and late game, but we made a lot of mistakes early, so we had to take it very slow. And in the end, our compositional advantages did show up. All right. Well, last time you lost against Loki. Do you think you're going to be able to take revenge on them next time? 上一次你们遇到越南队友 Loki 的时候是被击败了，那这次你有自信可以复仇吗？有，因为上一次我们感觉 BP 没有做很好，所以这次改善应该可以赢他们。 Yes, I have I am very confident. Last time I think we didn't do so well on the BPs, but this time I think we can improve on that point. Confidence, I like that. Thank you very much for the interview. Good luck for your next game and thank you Clement for the translations. Now back to you guys. Back to you guys. Ja, da haben wir es nochmal ein bisschen gehört, die Fehler, die halt hier essentiell für das Game bestimmt waren. Im nächsten Game bin ich mir sicher, werden wir relativ wenig Fehler sehen. Und ob Damwon der Titan ist, der ungeschlagen hier durchgeht, das werden wir dann auch wissen. Kurzes Päuschen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinen Geräten. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. Fight!
fight. We came to win. We lost before, but never again. Back on our grind, you know what it is. We gotta win.